Hallo, liebe Freunde, hier ist der Frankie. Ich habe noch einen für euch. Der ist mir heute Morgen auf dem Klo eingefallen, nachdem ich den Gartenzwerg gesehen habe, der da hinter mir steht. Ist also eine Eigenkreation. Ist nicht ganz jugendfrei und dauert ein bisschen, aber es lohnt sich, glaube ich. Also, da ist ein Pärchen, die sind seit langer Zeit verheiratet. Er ist oft auf Montage und sie hat zwei Hobbys. Und das eine Hobby ist Beischlaf. Und das andere Hobby ist Gartenzwerge sammeln. Beide Hobbys gestalten sich recht schwierig, weil er ist ja nun mal nicht da, oder also fast nie da. Und die Gartenzwerge sind recht teuer und Kohle ist auch knapp, also sieht es da auch schlecht aus. Ja, er ist wieder auf Montage, sie sitzt zu Hause, langweilt sich, überlegt, was mache ich nur, was mache ich nur. Ich hätte so gerne mal wieder einen neuen Gartenzwerg und würde auch gerne mal im Garten wieder was machen und hätte auch gerne mal wieder einen Mann und so. Ja, da macht sie dann eine Annonce im Düsseldorfer Stadtanzeiger. Düsseldorf, weil da fühlt sie sich sicher, weil er eigentlich da nie hinkommt auf Montage. Und will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und schaltet eine Annonce und die lautet: Ihr dürft mich umsonst nehmen, ihr müsst mir aber einen Gartenzwerg mitbringen. Telefonnummer. Alles klar. Am nächsten Tag klingelt das Telefon sofort, die Leute bringen Gartenzwerge mit, alles läuft super. Er kommt nach 2 Wochen nach Hause, wundert sich über die ganzen Gartenzwerge da im Garten überall, stolpert über einen, kommt rein und er sagt: Du Mäuschen, wo kommen die ganzen Gartenzwerge her? Das ist doch teuer. Er sagt so: Ja, mach dir mal keinen Kopf. Ich hatte eine super Idee. Ich habe jetzt so einen Gartenblock, da gebe ich Gartentipps und so und dann bringen mir die Leute im Gegenzug, bringen die mir ihre doppelten Gartenzwerge vorbei und so. Das läuft ganz gut. Er sagt: Ja, ist ja super, da hast du noch ein bisschen was zu tun, wenn ich nicht da bin. Ja, sagt so, genau. Ja, auf jeden Fall dann sagt er am nächsten Tag, bevor er wieder auf Montage fährt: Du Mäuschen, wenn ich das nächste Mal komme, da in 2 Wochen, da ist dann ja dein Geburtstag. Was wünschst du dir denn? Da sagt sie: Ja, das, was ich mir schon immer, schon so lange wünsche: den Gartenzwerg mit der Laterne und den mit der Schubkarre. Da sagt er: Boah, also den mit der Schubkarre, den habe ich ja seit Ewigkeiten, den gibt, ich glaube, den gibt es doch gar nicht mehr. Das ist aber schwierig. Da sagt sie: Ja, sagt sie, aber du hast mich doch lieb, oder? Da sagt sie: Ja, klar, ich versuche, ich gucke, was ich machen kann. Alles klar, er fährt auf Montage. Abends, wenn er mit der Arbeit fertig ist, fährt er kreuz und quer durch Deutschland, fährt sich die Hacken wund. Von Baumarkt zu Baumarkt, überall hin und versucht, diese Gartenzwerge zu kriegen. Nichts, Fehlanzeige. Er völlig deprimiert an dem Geburtstag auf dem Weg nach Hause. Kommt an der Abzweigung Düsseldorf vorbei, sieht in der Ferne die Lichter vom Baumarkt, ist noch Zeit, er guckt auf die Uhr, denkt: Da komm, letzter Versuch. Er fährt zu dem Baumarkt, in die Gartenabteilung läuft er. Und was findet er? Den Gartenzwerg mit der Laterne. Er: Och, danke, danke dem Herrn, danke, dass ich diesen Gartenzwerg da gefunden habe. Wahnsinn. Freut sich wie ein kleines Kind, rennt vorne zur Kasse. Die Kassiererin, die packt den in Zeitungspapier ein. Und er sagt so: Ich habe noch eine Frage. Also den Gartenzwerg, den mit der Schubkarre, den haben sie wohl nicht. Da sagt sie: Ja, den Gartenzwerg mit der Schubkarre, den gibt es ja seit Ewigkeiten schon nicht. Also das ist ja schon mittlerweile ein Sammlerstück, soweit ich weiß. Also den führen, wenn der kann ich Ihnen nicht helfen. Sie haben aber jetzt den mit der Laterne gekriegt. Der ist ja schon selten. Ja, sagt, da weiß ich. Alles klar. Er setzt sich ins Auto, legt den Gartenzwerg neben sich auf den Sitz und so und guckt auf das Zahlungspapier, guckt nochmal. Sieht die Annonce. Totenstille im Auto, er fährt nach Hause, kommt im Garten an, kriegt das Gartentor gar nicht mehr auf, muss über den Gartenzaun steigen, um überhaupt zum Haus zu kommen, trampelt notgedrungen 3, 4 Gartenzwerge kaputt, weil er den Fuß überhaupt gar nicht setzen kann. Und kommt in die Küche, seine Frau ist da, sagt: Hallo Schätzchen, Happy Birthday, ich habe zwei Geschenke für dich. Das eine wäre das hier. Er gibt ihr den Gartenzwerg mit der Laterne. Sie packt den aus, sagt so: Oh super, den habe ich mir so lange schon gewünscht. Und dann sagt er: Und das zweite ist das hier. Und hält ihr die Zeitung vor die Nase. Die Annonce. Sie stocksteif. Sie denkt auch: Scheiße, jetzt hat er mich. Will gerade anfangen, sich zu erklären. Da sagt er: Also, da ist ja eine Frau. Und die scheint ja wohl dasselbe Hobby zu haben, so wie du. Gartenzwerge sammeln. Und wenn ich mir die Telefonnummer angucke, dann kann die auch gar nicht so weit weg von hier wohnen.
Womit wir dann schon bei deinem zweiten Geburtstagsgeschenk wären. Ruf die doch einfach mal an und frag, ob die den mit der Schubkarre vielleicht doppelt hat. Ha, ha, ha.